Hallöchen, liebe Bücherfreunde und herzlich willkommen bei einem neuen Video von mir. Es ist mal wieder Hörgenusszeit. Ja, wir sind tatsächlich Ende November angekommen und es ist der letzte Donnerstag des Monats. Und das bedeutet ja für euch, dass ihr heute ganz viele tolle Hörgenusstipps bekommt, die zu großen Teilen ja dann im Grunde auch Buchtipps sind. Und die man eben nicht nur hören kann, sondern auch lesen, die aber den besonderen Funken dann vielleicht tatsächlich als Hörbuch, als Hörgenuss hatten. Die Mädels verlinke ich euch unten in die Infobox, solltet ihr sie noch nicht abonniert haben, und auch die Playlist findet ihr immer unten. Da könnt ihr euch auch die Hörgenüsse des letzten Monats oder der letzten Monate so rum ansehen. Und wir haben heute einen Hörgenuss auf meinem Kanal, den ich eigentlich als echtes Buch auf dem Sub hatte. Und ihn dann aber unterstützend sozusagen gehört habe. Und zwar ist das Die Stadt der träumenden Bücher von Walter Mörs. Ich blende euch jetzt aber das Hörbuch ein, weil ich dem jetzt im Grunde gelauscht habe, beziehungsweise sogar noch am Lauschen bin. Und ich heute ganz knapp dieses Video drehe, damit es im Grunde morgen für euch online gehen kann. Wir aber erst so knapp ein bisschen was über der Hälfte im Buch sind. Und dennoch ist dieses Buch für mich ein absoluter Hörgenuss, ein absolutes Highlight. Und ich frage mich, warum war dieses Buch so lange auf meinem Sub? Das Buch ist 2017 im Piper Verlag erschienen, hat knapp 480 Seiten und eine Hörzeit von 17 Stunden und knapp 39 Minuten. Und das Besondere an diesem Hörbuch ist, dass es von Dirk Bach vertont wird. Und ich fand Dirk Bach immer super sympathisch. Er hatte einen ganz speziellen Humor, war aber auch sehr feinfühlig in manchen Themen. Und ich mochte Dirk Bach unglaublich gerne. Und ich finde, er ist viel zu früh von uns gegangen, was ich wirklich sehr, sehr schade finde. Weil ich glaube schon, dass damit ein großer im Entertainment tatsächlich auch gegangen ist. Aber es soll natürlich gar nicht um die Person Dirk Bach gehen, sondern um den Erzähler. Beziehungsweise natürlich auch erstmal um das Buch. Ich habe immer mal wieder was von Walter Mörs gehört, ich habe immer mal was über Zamonien gehört, und ja, irgendwie hat mich dieses Thema und Geschichte nie so ganz angesprochen, was ich im Nachgang total merkwürdig finde, denn es ist wirklich High Fantasy, wie man sie als Buchliebhaber eigentlich auch nur lieben kann. Letztes Jahr hat dann die liebe Becky unglaublich oft von dem Buch geschwärmt, hat sich dann die illustrierte Ausgabe geholt und hat mir eben ja ihr Taschenbuch überlassen. Und jetzt im Leseklub in diesem Monat haben wir es gelesen und ich glaube, wir sind alle mega positiv überrascht und erfreut, wie uns dieses Buch in den Bann gezogen hat und auch noch zieht. Ja, wir reisen nämlich mit dem jungen Dichter Hildegunst von Mythenmetz nach Buchheim. Das liegt in Zamonien. Er hat von seinem verstorbenen Paten eine Art Buch, eine Art Manuskript erhalten, was aber ganz, ganz viele Fragen aufwirft, und er geht jetzt eben auf die Suche und landet im Buchheim, und das ist eben die Stadt der träumenden Bücher, und diese wirkt auf den ersten Blick wie eine gigantische Buchhandlung. Doch umso tiefer Mythenmetz in die Stadt hineingezogen wird, umso mehr merkt er, dass Lesen durchaus eine große Gefahr bildet. Und er hofft da auch irgendwie wieder rauszukommen. Denn es gibt verrückte Bücherjäger, die seltene Buchschätze suchen und dafür auch alles tun. Und es gibt unglaublich fantasievolle, mythische Gestalten und Kreaturen, und diesen begegnen wir allen. Und das ist wirklich High Fantasy, wie ich sie liebe. Natürlich ist es eine Art Kinder-Jugendbuch und ist natürlich vom Stile her vielleicht ja so leicht vergleichbar wie Harry Potter, insofern man überhaupt einen Vergleich ziehen möchte. Denn wir haben hier bei Walter Mörs wirklich eine Welt, die unglaublich gigantisch ist. Also es ist wirklich Wahnsinn, was er sich über Zamonien, über diese Stadt, über Buchheim hat einfallen lassen. Es ist unfassbar viel Einfallsreichtum hier drin, so viel Fantasie in einer Geschichte, und es ist wirklich großartig. Die Stadt ist bildhaft beschrieben, die Orte, die Bücher, die Kreaturen, die Anwohner, selbst was dort gegessen wird, es hat alles einen Namen, es bekommt alles einen Begriff, es wird uns alles vorgestellt, und das ist am Anfang zum Teil schon überfordernd. Das muss ich ganz klar sagen. Der erste Leseabschnitt war schon ein bisschen hoch. Wo bin ich denn hier gelandet und wer von uns ist nun auf Droge, der Autor oder ich? Wahrscheinlich ist es am Ende irgendwie eine Mischung aus beiden. Es ist unfassbar, was Walter Mörs da geschaffen hat. Es ist groß, es ist wirklich episch und es ist
einfach so kreativ und innovativ und das finde ich einfach ist der Hammer. Auch wie er die Liebe zu Büchern, zum Lesen, zum Teil auch zur Musik, wie er das rüberbringt, das ist einfach perfekt für jeden, der Bücher liebt, der Geschichten liebt und der ganz, ganz tief eintauchen möchte. Die Bücher, die uns vorgestellt werden, die werden beschrieben, die haben Namen, die haben Inhalte. Es geht um Sammlerstücke und um den Wunsch, einfach alles zu kaufen und zu besitzen und lesen kann man später. Es gibt eine Zensur auf Bücher. Und das Buch kann man zwar kaufen, aber es ist so verschlossen, dass es eben nicht gelesen werden kann, weil es eben zensiert ist. Ich finde, also so gigantische Ideen sind hier enthalten und auch sprachlich, finde ich, schafft Walter Mörs wirklich eine unglaublich große Stärke, diese Geschichte zu erzählen und uns hier wirklich ganz, ganz tief hineinzuziehen. Es ist eben auch sehr, sehr faszinierend, wenn man an die Buchlinge denkt, denn das fand ich total lustig. Das hat auch so 2-3 Buchlinge gebraucht. Dann habe ich im Buch das Hören gestoppt und im Buch zurückgeblättert. Denn die Buchlinge haben im Grunde sind immer Anagramme zu real existierenden Autoren. Und das ist gigantisch. Also ich fand das so unterhaltsam und lustig oder finde es ja noch lustig. Ich stecke ja noch mittendrin und bin jetzt schon so, so fasziniert. Es hat wunderbare Szenen. Wir gehen auf ein Konzert und wir treiben uns in dunklen Gassen wieder. Und es ist einfach gigantisch, wie das beschrieben wird, wie detailgetreu wir dabei sind. Und dass man auch wirklich das Gefühl hat, man ist mit unserem Protagonisten live dabei. Viele sagen über das Buch, dass es eine Liebeserklärung an die Literatur, an die Bücher ist. Und ich kann dem nur zustimmen. Also Walter Mörs hat hier etwas geschaffen, das förmlich wirklich strotzt vor Liebe und Leidenschaft und uns Bibliophilen einfach ein großes Geschenk macht und uns wirklich begeistern kann. Und für mich hat es aber nicht nur das Buch, die Geschichte bisher selbst geschafft, sondern auch der Sprecher Dirk Bach. Und wer vielleicht die Harry Potter Bücher kennt, gesprochen von Rufus Beck, der weiß, dass es Autoren durchaus möglich ist, in ganz viele hunderte von Charakteren zu schlüpfen, verschiedenste Stimmen zu geben und dass man eben mit dem ersten Satz, den dann der Sprecher spricht, eigentlich schon weiß, welcher Charakter es ist. Und Dirk Bach macht das ähnlich gut, wenn nicht gar sogar besser oder zumindest wirklich auf einer Ebene wie Rufus Beck. Dirk Bach ist der Hammer. Er liest nicht nur vor, er lebt diese Worte, er schreit Sätze, er flüstert, er wird mysteriös, er verstellt seine Stimme. Dirk Bach macht das wirklich großartig. Er gibt jeder Situation und jedem Wesen eine eigene Stimme, eine eigene Tonlage. Er betont Dinge ganz unterschiedlich und er schreit einfach auch mal so mitten hinein. Und es hat einen Moment gebraucht, bis man da so reinkommt und sich so dran gewöhnt hat, aber ich finde das großartig. Ich finde, das macht ein Hörbuch aus, dass es nicht einfach nur vorgelesen ist und das macht für mich auch die großen Sprecher aus, sondern dass die den Büchern eben auch irgendwie Atmosphäre geben und Leben einhauchen und das ist einfach hier großartig. Also Dirk Bach hat hier wirklich ein wunderbares Hörbuch geschaffen. Ich freue mich definitiv schon aufs Weiterhören und es wird auch nicht meine letzte Geschichte aus diesem Universum sein und ich bin wirklich geflasht und begeistert und ich glaube, ich habe noch nie einen Hörgenuss gemacht oder über ein Buch so geschwärmt, dass ich noch nicht zu Ende gelesen oder gehört habe. Ich wage es hier aber vor, dass ich hier wirklich ein Highlight gelesen habe oder ja, lese und höre, beziehungsweise ich höre und schaue mir die Illustrationen im Buch an, weil auch die sind absolut empfehlenswert. Und die illustrierte Ausgabe muss ich unbedingt auch mal reinlinsen. Vielleicht wird das dann auch mal so eine nächste Anschaffung. Also es ist gigantisch und ich bin wirklich mehr als begeistert und mehr als hin und weg von dieser Geschichte, von dieser Größe, von dieser Liebe zum Lesen, zu Büchern und zu dieser Welt, die Walter Mörs erschaffen hat. Und mir war Walter Mörs bisher im Grunde nur ein Begriff durch den Captain Blaubär und habe dann irgendwie auch jetzt im Buch mitgekriegt, dass er das kleine Arschloch gezeichnet und geschrieben hat. Und ja, wer hätte gedacht, dass er sowas schafft. Also ich bin wirklich mehr als geflasht. Genug geschwärmt, schwärmt gerne mit in den Kommentaren, schreibt gerne, ob ihr die Geschichte schon kennt, ob ihr sie gehört habt, gelesen habt, teilt uns das gerne
in den Kommentaren mit. Lasst uns hier in den Austausch gehen, in den Dialog. Vielleicht steckt ihr ja ähnlich wie ich auch jetzt mitten noch in der Leserunde. Dann ja, lasst uns da gerne ein bisschen quatschen und in welche Richtung es geht und was noch passiert und ach, was uns hier noch erwartet. Natürlich bitte spoilerfrei für alle, die die Geschichte schon lange, lange kennen und lieben. Und ja, ich freue mich drauf. Ich freue mich jetzt auch auf die Videos meiner lieben BookTube-Kolleginnen. Ich bin sehr gespannt, was deren Hörgenüsse so war. Und ja, ihr findet, wie gesagt, alles unten in der Infobox. Auch das Buch ist verlinkt. Schaut da gerne mal vorbei. Und ja, mehr gibt es jetzt gar nicht zu sagen, außer dass das wirklich ein großartiger Hörgenuss am Ende des Monats war. Und ich mich frage, wie ich so lange an diesem Buch vorbeigekommen bin. Aber gute Bücher brauchen manchmal eben auch ihre Zeit und umso schöner ist es jetzt, dass ich es jetzt so Ende November genossen habe. Und ja, das war's jetzt aber endgültig von mir. Ich danke euch jetzt fürs Zusehen, wünsche euch noch einen schönen Tag, einen schönen Abend und bis zum nächsten Video. Macht's gut. Tschüss, eure Steffi.